Als ich dieses Gespräch mit Rolf Gilhausen hatte, der damals Artdirektor des Stern war, der sagte mir, wenn ich Sven Simon verlasse, möchte ich mich melden. Also er hat mich sozusagen erstmal irgendwo zur Lehre geschickt. Und das war Sven Simon. Und es war auch sehr, sehr lehrreich, weil ich weltweit aktiv war und sehr viel Politik gemacht habe. Und dann hat man mich als Politikfotografen, Politikspezialisten beim Stern dann angestellt. Und das, wie gesagt, dann rief Rolf Gilhausen an, was mich sehr freute. Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Und war dann 4 Jahre, also war ich dann beim Stern, habe danach gekündigt, nach 4 Jahren wieder, weil ich nach Amerika wollte. Irgendwo war es in mir, ich wollte immer mal nach Amerika. Also es lag in mir. Ich bin in Blankenese geboren, hatte 18 Jahre wie heißt das, Elbaussicht und sah natürlich die Schiffe und die Weite und als Hamburger ist man irgendwie mit der Welt verbunden. Und da wollte ich mal nach Amerika. Und dann habe ich nach 4 Jahren gekündigt und war 4 Monate frei, war es in Los Angeles und New York. Und dann habe ich mich in New York wieder anstellen lassen als Amerika-Fotograf, weil Thomas Höpker, mein Vorgänger, wurde Art Director bei Geo Amerika. Dadurch war der Posten frei, da habe ich die Hand gehoben und wurde dann auch wieder eingestellt oder angestellt und war dann von 78 bis 86 8 Jahre in Amerika und habe alles gemacht von links nach rechts. Also das ganze Land bereist. Ich glaube, kaum ein Amerikaner hat so viel gesehen wie ich. War es für Sie als Deutscher schwer? Nein. Nee, nein, ich sah mich da auch irgendwie, ich sah mich nie als Deutscher. Es ist ganz gut, weil man so ein, man hat ja so eine, wie heißt es, Heimat oder so ein, ja, das ist ja in einem drin, das wird man ja nie wieder los. Und man ist natürlich kein Amerikaner, sondern man denkt deutsch. Und das hat auch Vorteile, weil ich, meine Tochter ist Amerikanerin, die ist in New York geboren später. Und ich finde es toll, mit diesem deutschen Blick nach New York zu kommen. Und vor allen Dingen dürfen Sie für New York auch nicht zu alt sein, weil dann sind Sie so, wie nennt sich das denn, sind Sie nicht mehr neugierig. Und wenn Sie, ich war, weiß ich gar nicht, wie alt war ich denn, 74 war ich irgendwie 27, oder? Kann das sein? Ja, sowas. Und da ist man dann in so einem Alter, wo man noch offen ist für alles. Und gerade New York ist so eine anstrengende Stadt, die zum Beispiel Manhattan hat mitten in Manhattan gewohnt. Und dann sehe ich Manhattan immer wie so ein Flugzeugträger, der summt immer. Und ich habe immer das Gefühl, irgendwann verlässt Manhattan Amerika und fährt auf die See hinaus. So habe ich es immer gesehen. Und lebte dann in New York und an 3 verschiedenen Locations über die Jahre. Aber das war die Stadt. Und wie gesagt, ich war im richtigen Alter, um nicht einzuknicken gegen diese doch sehr anstrengende Stadt. Wie äußert sich denn der deutsche Blick auf Amerika bei Ihnen? Ja, ich habe ja so einen Politikblick immer gehabt. Also ich sage, ich habe so einen komischen kritischen Blick. Ich meine es auch nicht im Sinne von Besserwisserei oder so. Bloß ich habe irgendwie eine Vorstellung, wie die Welt aussehen sollte. Und das trage ich mit mir mit und das kommt auch in meinen Bildern raus. Also ich will immer was erzählen oder will irgendwas überbringen. Also ich habe immer einen Standpunkt. Und wo der herkommt, das weiß ich nicht. Das ist irgendwie in mir drin.